Leute und herzlich willkommen zu meinem 2000 Abonnenten-Vlog. Ja, ich bin jetzt hier gerade mit meinem Hund draußen nach der Schule. Der hat da gerade das entdeckt. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ja, erstmal sofort am Anfang des Videos. Danke für 2000 Abonnenten, das ist einfach nicht selbstverständlich. Und ja, wirklich ein riesengroßes Dankeschön an euch. Und ja, dafür gibt es jetzt halt diesen Vlog und nachher, was heißt nachher? Also irgendwann halt noch einen zweiten Teil. Und ja, da werde ich euch jetzt auch nicht spoilern oder so. Deswegen, ja. Und für diesen Vlog habe ich mir natürlich auch was überlegt. Das heißt, er ist nicht komplett sinnlos. Und zwar werde ich nach und nach immer mal wieder ein paar Fragen von euch von Twitter beantworten. Ich habe ja damals mal gesagt, stellt mir eure Fragen unter Hashtag AskCotti auf Twitter. Und das gilt natürlich immer noch. Ihr könnt mir immer noch Fragen auf Twitter stellen unter diesem Hashtag. Und ja, legen wir gleich nach einem schönen Cut los mit der ersten Frage und ja, bis gleich. Bevor ich es nochmal vergesse, natürlich, ich habe jetzt gerade nicht den Twitter-Account-Namen gesagt. Und zwar ist ich auf Twitter xcotti, vielleicht blende ich das jetzt auch gerade irgendwo ein, oben links, oben rechts, in der Mitte, in meiner Fresse, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, xcotti und einfach die Fragen unter Hashtag AskCotti oder per persönliche, private Nachricht irgendwie so schreiben. Und dann werde ich die vielleicht in irgendeinem Video vorlesen. Ich werde immer mal wieder so ein paar Fragen mit einbringen. Und vielleicht ist da genau deine Frage mit dabei, also stell sie einfach. Und was mir jetzt auch, ich sag's auch nochmal vor den ganzen Fragen, die ich vorlese, ich weiß, da kommt jetzt nochmal relativ viel vorher. Was jetzt aber nochmal kommen sollte, ich habe schon mal einen Vlog hochgeladen und ja, es gibt immer solche Hater-Kommentare, wo dann drauf steht, ey, du hässliche Sau, Alter, dich will doch keiner sehen, oder auch bei Facecam-Videos. Das mag sein, aber ich zwinge auch keinen, dieses Video zu sehen, also solche Kommentare jucken mich wirklich nicht. Schreibt sie, wenn ihr Langeweile habt. Schreibt sie drunter, aber erwartet keine Antwort. Weil, ganz im Ernst, wenn ich für euch hässlich aussehe oder es auch meinetwegen bin, juckt mich nicht. Ich bin so, wie ich bin. Ich kann es nicht ändern, außer mit einer Schönheits-OP, wofür ich leider kein Geld habe. Nein, ich will es auch gar nicht machen. Aber ich bin halt so, wie ich bin. Und wenn man mich nicht so mag, mein Gott, dann schau dieses Video nicht. Also, ganz im Ernst, solche Hater-Kommentare unnötig und braucht eh keiner. Und reagieren tue ich da nicht drauf auch nicht. Also macht euch keine Hoffnung. So, YouTube. Und wir sind jetzt hier in meinem Aufnahmezimmer. Ich hoffe, es ist okay mit der Erstellung der Kamera. Und zwar, das Wetter meinte jetzt ein bisschen scheiße zu sein. Es fing an zu regnen. Er hatte eigentlich geplant, so immer mal wieder ein paar andere Kulissen in den Hintergrund zu bringen. Immer mal wieder eine Frage vorzulesen. Allerdings muss ich das jetzt... Oh, jetzt habe ich die Kamera mit der Maus verschoben. Upsi. Also, und zwar habe ich das Ganze jetzt so geplant, dass ich jetzt hier in meinem Zimmer die ganzen Fragen vorlese vom Computer. Und ja, ihr seht ja trotzdem meine Fresse. Schlimm genug. Also, fangen wir einfach mal mit der ersten Frage an. Und zwar ist sie von Legit Jeremy. Und zwar, Hashtag AskCotti, machst du bald nochmal ein Community Tech Jetpack? Ja, dazu sind noch zwei weitere geplant und ja, also schon in Planung bzw. schon fertig, wann ich sie releasen werde. Das ist so ein bisschen offen. Zwar von dem Default Edit V2 und V3 habe ich schon fertig designt und ja, V4 ist in Planung, also schon im Kopf. Also ich mache mir da jetzt keine Gedanken drüber oder so. Ich mache das eigentlich immer alles freie Hand, immer mal wieder so da ein bisschen was editieren, da ein bisschen was editieren. Und ja, V2 und V3 sind schon fertig und ja, wie gesagt, Release-Datum ist noch offen. Ja, die nächste Frage von Rafi, aka Verdreamed, und zwar @xcotti@vesuxplace, Hashtag AskCotti, wie lange seid ihr schon zusammen? Ja, wie lange sind Vesux und ich wohl schon zusammen? Keine Ahnung, du. Nee, ist wahrscheinlich eher so eine Scherzfrage, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ja, und zwar
Wes und ich kennen uns, keine Ahnung, einen Tag bevor OneLine released wurde auf Icevision. Er ist ja auf Icevision Mod. Habe ich ihn halt so angeschrieben, ja, weißt du so ungefähr das Release-Datum? Er meinte so, nee, do, weiß ich noch nicht so ganz. Ja, dann haben wir halt da das erste Mal angefangen, so ein bisschen auf dem DS zu talken. Und das waren so halt die ersten Steps, wie wir uns ein bisschen kennengelernt haben, sag ich mal. Und ja, mehr gibt's eigentlich auch noch nicht zu sagen, viel mehr zu sagen, so. Den Rest merkt ihr eigentlich immer in Videos, wir nehmen relativ viel zusammen auf momentan und ja. Die nächste Frage von Rex Ice-T und zwar Hashtag AskCotti, was hältst du eigentlich von diesem Rex Ice-T? Keine Ahnung, ich meine, ich kenne ihn ja irgendwie nicht so im Real Life oder so, ne? Nein, nein. Ne, also vielleicht kennen ihn noch einige aus den Vlogs oder vielleicht auch sogar aus ein paar Aufnahmen, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube sogar, ich habe ein paar Aufnahmen mit Rex Ice-T gemacht. Und ja, da hatte ich noch eine ziemliche quietsche Stimme, glaube ich sogar. Und einmal war er halt im Vlog dabei. Also es ist ein Real-Life-Freund. Ich kenne ihn wirklich, er ist in meiner Klasse und geht auf meine Schule. Was natürlich sinnvoll ist, wenn er in meine Klasse geht, dass er auch im... Ist ja egal. Auf jeden Fall, ich kenne ihn privat und ich glaube, er weiß meine Meinung von ihm. Nein, ich hasse ihn auf keinen Fall. Ich mag ihn sehr, wirklich. Sehr sympathischer Kerl. Die nächste Frage von I'm Johnny, @xcotti, #askcotti. Wird meine Frage im Video beantwortet? Nächste Frage von SWTX. Keine Ahnung, was das für ein Name sein soll. @mubaka steht dahinter. @xcotti, #askcotti. Red Bull oder Monster? Ja, eigentlich bin ich so gar kein Fan von Energy Drinks. Ich trinke sie eigentlich nie. Ich habe einmal einen Monster getrunken, ich glaube den roten. Weil meine Mutter, meine Mutter wollte mir damals an so einem Automaten irgendwie, keine Ahnung, so ein Cola war es, glaube ich, wollte sie mir ziehen. Und hat dann so ein Monster gezogen. Und ja, da habe ich halt den Monster getrunken. War mir das ziemlich egal. Aber es ist halt so gar nicht mein Fall. Red Bull habe ich einmal an meinen, so ein kleines bisschen genippt bei einem Freund. Es ist viel zu süß. Ich mag beides nicht. Also, beides scheiße. Also für mich, ich mag es einfach nicht. Es gibt ja auch Leute, die mögen zum Beispiel, keine Ahnung, kein Eis oder so. Gibt's halt immer. Ja, nächste Frage von Nils aka Wesux. Und zwar, @xcotti, #askcotti. Beantwortest du Nachrichten auf Skype? Ja, ich beantworte sie eigentlich schon, allerdings telefonisch oder so. Also das heißt, also anrufen kann man darüber mich... eigentlich nicht, weil ich nie rangehe. Weil ich immer nur auf TS rede, weil Skype einfach bei mir zumindest richtig Internet zieht und auch viel CPU. Und ja, das finde ich einfach, deswegen ist TS einfach besser fürs Zocken nebenbei, was ich ja oft tue. Und deswegen, also anrufen über Skype eher nicht so, Nachrichten beantworten, Fragen oder Links schicken, keine Ahnung, zu Texturepacks oder sowas, mache ich immer wieder gerne. Suche ich auch gerne für euch raus. Dann die letzte Frage von Finn aka Trassier aus Knockback Crew. #AskCotti, wer ist der bessere Finn? Und da muss ich ganz ehrlich zugeben, also ich heiße im Real Life Finn, falls es noch keiner weiß von euch, deswegen fragt er, wer der bessere ist, er oder ich. Und ja, er ist es eindeutig. Wir haben ein paar One-on-Ones gemacht und er ist wirklich sehr, sehr gut. Muss man einfach sagen. Mehr gibt es nicht zu sagen. Er ist der Bessere. Herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Nein, aber er ist wirklich einfach der Bessere von uns zwei. Muss man ganz ehrlich sagen. Gebe ich auch offen zu. Und ja. Das waren jetzt wirklich alle Fragen. Und wenn ihr jetzt noch ein paar Fragen an mich habt, stellt sie einfach auf Twitter unter #AskCotti. Und ja. Jetzt ist der Vlog auch schon vorbei, da ich einfach bei so einem Wetter keinen Bock habe, irgendwie noch rauszugehen oder so. Und deswegen beende ich jetzt einfach mal diesen kleinen Vlog und ich hoffe, er hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschö, müde.